Was wollt ihr? Ich frage noch einmal. Ja, ich blicke zu Ömer. Sie schlägt einmal mit ihrer bloßen Hand auf deinen Penis. Wir wollen eure Hilfe im Kampf gegen das, was kommen wird. Werheim ist gefallen, Werheim ist komplett zerstört und alle Menschen sind tot, die da waren, bis auf eine Handvoll. Und das, was dort passiert ist, wird mit Garrett auch passieren. Es gibt keine Armee, die der Stadt beschützt, es gibt kaum noch Geweihte hier. Es gibt eine Handvoll Gardisten und Büttel, die noch hier rumlaufen. Und jetzt wollt Wenn ihr sie. euch hexischen Flüchen bedienen, oder wie? Nun, wir werden es mit einem fliegenden Gegner zu tun bekommen, einer fliegenden Stadt mit einem Durchmesser von über 5 Meilen. Interessant. Sie greift mit ihrer Und Hand um den Penis von Kiaras und drückt einmal zu. ich genieße das. wir haben natürlich gewusst, dass die Hexen die Meisterinnen der Lüfte sind und haben gehofft, dass ihr uns helfen könnt. Das können wir sicherlich. Eine Stadt, die fliegt. Galotta, richtig? Zumindest so Ja, viel habe genau. ich von den verschiedenen Bütteln mitbekommen. Genau, Galotta. Mit welchen Dämonen haben wir zu rechnen? Charakele. Wir erhalten. Also das, was in Werheim passiert ist, hat die ganze Stadt auf einmal vernichtet. Es waren nicht nur Dämonen. Wir müssen die Stadt, also wir müssen diese fliegende Stadt schaden und zu Boden bringen oder abstürzen lassen, bevor es passiert. Ja, sie sieht dich interessiert an und beginnt jetzt auch damit, den Penis weiter zu reiben. Es ist ein großes, bösartiges Ritual, was, wie gesagt, ganz Werheim in Brand gesteckt hat. Ich denke, dass die ganze Stadt schwarz ist. Niemand hat überlebt. Und damit das Ganze nicht mit Gareth auch passiert. Ja, zumindest der innere Teil von Garrett wird, denke ich, vollkommen zerstört werden und der äußere Teil wird zu großen Teilen mit zerstört werden. Die Krähensteine liegen auf jeden Fall mit in dem Einzugsgebiet der Zerstörung Galottas. Und wir haben natürlich Interesse daran, ganz Garrett zu schützen, aber auch die Krähensteine, die dazugehören. Und wenn ich das richtig interpretiere, seid ihr mit einer der Herrinnen der Krähensteine, die dort alle Fäden zieht und weiß, wie die Dinge laufen. Das ist richtig. Wir müssen hier natürlich aufpassen. Ich bin nur am Rande bewandert bezüglich den Möglichkeiten, die Galotta aufbieten mag. Dämonen selbst mögen nicht das Problem sein, doch wir können einige Zantime rufen oder andere Kreaturen. Karakile in der Luft. Sie zuckt weiter mit der Schulter und nimmt jetzt ihre andere Hand zu Hilfe, um an den Hoden von Kiaras unsanft zu ziehen. Tut tatsächlich ein bisschen weh, ums 1 W6 Schadenspunkte. Aber Galotta gebietet über 2er-Erzdämonen, die seit jeher viele Hexen versuchen. Sowohl die Elemente als auch der Herr der Rache. Aber wir sind durchaus gewillt, uns mit dem Hexenzirkel in den Kampf gegen die schwarze Eiche und die Kröte zu stellen. Den Achkobal und den Tura-Marsch. Die Magier behaupten, ihr seid selber dem Herrn der Rache verfallen. Doch ich habe abgestritten, ohne euch zu kennen. Wie steht ihr dazu? Wie steht ihr zum Herrn der Rache? Rache ist etwas Gesundes, wenn man sie in Maßen genießt, um etwas abzubauen, was vor sich hin köchelt. Wir sind nicht sonderlich jähzornig wie Torvaler, die sich von ihren Gefühlen lenken lassen, aber durchaus Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn uns etwas angetan worden ist, dann muss dieses auch heimgezahlt werden. Aber wir sind nicht im Pakt mit dem Versucher. Keine von uns. Dafür habe ich gesorgt. Dafür habe ich gesorgt. Steht ihr im Bunde mit Galotta? Nein. Und immer betrachtet sie jetzt genau und misstrauisch ihr Gesicht. Nein, tue ich nicht. Ich kenne diesen Mann, wie gesagt, nicht, habe ihn bisher noch nie gesehen. Und ich glaube, das haben die wenigsten meiner Schwestern. Traut man Carfeng, dieser Bastard,
hat ihn auch nicht gesehen, hat ihn auch nur ein Schreiben geschickt, dass er sich ergibt und die Stadt übergibt. Dass man ihn nicht kennt, ist leider kein Grund gewesen, dass wir nicht in den ersten Verrat schon stoppen mussten. Der Bürgermeister dieser verdammten Stadt hat sich verdammt nochmal ihm angebiedert. Ich kann da selbstverständlich in den nächsten Tagen noch einmal meinen Schwestern auf den Zahn fühlen, denn einen Pakt auf den letzten paar Tagen können wir nicht dulden. Verrat in den eigenen Reihen können wir nicht gebrauchen. Wir sind tatsächlich eher daran, und uns ist tatsächlich eher daran gelegen, dass wir Satuaria zu alter Güte verhelfen und dass wir oft von Rache versucht werden, ist tatsächlich ein Problem, was ich anerkenne. Und ich erkenne an, dass ihr... So schlägt Chiara seine Ohrfeige. Ich drehe den Kopf mit. Und ich erkenne an, dass ihr darüber offen sprechen könnt. Es ist nicht schlecht, das über Erzdämonen zu sprechen oder auch Dämonen wie der Turamash. So oft wie einige von uns in der Dämonenbrache nach Kräutern suchen, es wäre sehr ignorant, wenn man über so ein Thema nicht sprechen kann. Aber wenn wir euch und der Stadt helfen, was bekommen wir dafür? Was verlangt ihr denn? Denn geben, ich meine, ihr habt schon eine sehr ehrenwerte Position hier. Ihr seid die Anführerin über die Krähensteine. Was braucht eine Frau wie ihr denn noch? Ein Satuaria-Tempel neben dem Praios-Tempel. Das werden leider die Praioten niemals zulassen, dafür sind sie zu ignorant. Ihr wisst es. Das ist etwas, was ich noch nicht einmal zustimmen könnte, weil ich weiß, dass diese Praios-Idioten dem niemals zustimmen werden, diese schwachsinnigen Priester. Schwachsinnigen Priester? Dann ein Satu-Tempel an oder bei einer der Hauptstraßen oder meinetwegen an einem Park oder Platz. Sie fängt jetzt an, Chiaras ein bisschen zu würgen. Kannst auch sehen, wie sein Kopf ein bisschen rot wird. Was ist denn mit einem Praios-Schrein bzw. Tempel, den ihr euch bauen dürft, auf der Zufahrtsstraße zum Rommelisator, mindestens aber 100 oder 200 Schritt vom Rommelisator entfernt? Das wäre in der Nähe der Krähensteine. Und es wäre an einer wirklich Hauptstraße, die man, wenn man von Rommelis auskommt, immer nach Gareth nehmen muss, um das Ganze zu sehen. Und ein Tempel in Richtung Norden raus, zum Wehrheimer-Tor. Ihr wisst, dass ihr da jahrelang nichts bekommen werdet. Also, dann... Wir kümmern uns schon dafür. Oder darum. Ich will einfach nur damit sagen, ja gut, also ich werde diese Anträge rausgeben. Ich werde mit dem Rat der Helden sprechen. Und ich werde sagen, weißt du, dass das der wichtigste Preis ist. Weißt du, mein kleines Haustier, es geht mir gar nicht darum, dass wir diese Tempel dort hochziehen oder dass wir viele Gläubige anziehen. Es geht mir einfach nur darum, dass die Praios-Priesterschaft uns dulden muss. Ja, und allein ein Antrag dulden muss. Das ist mir schon genug. Immer lächeln. Ja. Ein Tempel. Vielleicht könnten wir zusammenlegen. Ich hab gehört, ihr seid auch häufig sehr zargläubig. Korrekt. Zar entstand aus Satuaria. Das mögt ihr in eurer Ignoranz Gemeinschaftstempel bauen lassen. Das wäre möglich. Jetzt entfernt sie sich so ein bisschen von Chiaras und tritt auf dich zu. Drückt dich so langsam in Richtung mit Kopf nach unten in dieses, ja, in diese Liege. Ich bin niemand, den man dominiert, denn ich bin selber rachsüchtig. Bitte tu das nicht, denn ich werde mich ganz furchtbar rächen. Ich weiß, dass irgendwann steigen mir die Gefühle auf. Ich hab die auch. Legt dich hin, Haustier. Ömer legt sich hin mit den Worten, wenn ihr mit der Konsequenz überleben könnt, was ich nicht glaube. Und Ömer legt sich hin. Ja, sie zieht dir die Hose runter. Ja, Ömer lässt es alles mit sich machen. Er blieb sogar mit dem Hintern leicht hoch, wenn man an der Hose zieht. Und du merkst jetzt, Chiaras, du kannst sehen, wie ihre Fingernägel anfangen zu wachsen
Und sie zieht jetzt lange rote Striemen über den Rücken von Römer und fängt auch so ein bisschen an zu bluten. Römer, du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Das kann aber ich dann noch als elektrisierend empfinden. Ja. Ja, so, du kannst jetzt gerne weiterreden. Auch Kiaras, ihr könnt dann beide gerne weiterreden. Aber währenddessen kratzt sie jetzt gerade deinen Rücken so ein bisschen auf. Also, angenehm, ne? Es ist jetzt nicht so entwürdigend wie bei Kiaras, aber schon dominant. Und sieht, man merkt auch, dass immer sozusagen, dass das Glied steif wird, weil die Hose ist heruntergezogen. Genau, hängt dann auch perfekt durch so ein Loch durch und ja. Redet weiter. Vielleicht wisst ihr doch, was ihr tut und ich nicht, was ich sage. Ein Tempel im Austausch kriegen eure Hilfe. Nun, ich denke nicht, dass wir lange darüber nachdenken müssen. Ein Zar- und Sartoria-Tempel. Am besten zwei. Und wir werden uns natürlich versuchen, auf einen vielleicht herunterladen lassen zu müssen, aber zwei werden wir auf jeden Fall beantragen. Im Norden und im Osten der Stadt. Welcher ist euch wichtiger? Eher im Osten an den Krähenstein. Gut. Ein Zar- und Sartoria-Tempel, direkt an der Hauptstraße, die zu den Toren führt, zum Romilis und zum Wehrheimer Tor. Und am besten so nah an den Toren, wie es geht. Wobei sie uns wahrscheinlich um einige hundert Meter weg... Naja, wir werden uns wegtreiben lassen von den Toren in den Verhandlungen. Ja, kein Problem. Die Stadt des Lichts ist auch außerhalb der Stadt, weit entfernt vom Tor. Es geht mir nur darum, dass wir direkt an der Hauptstraße liegen und die ist die Praios-Priesterschaft sieht, wenn sie hier einziehen, von Norden oder von Osten. Ich verstehe. Und ich finde es auch gut. Dafür bekommt ihr, sagen wir, ein Halbbanner, so sagt man. 2 Dutzend Schwestern auf Besen, vielleicht einige Zantim, das wird den Praios-Priestern sicherlich auch die Schamesröte ins Gesicht treiben, wenn sie neben ein paar Höllenkreaturen in den Kampf reiten. Ihr solltet die Zantim nicht in der Nähe der Praios-Geweihten oder so etwas positionieren, ansonsten werden sie erstmal ausrasten, die Zantim erschlagen und dumm. Ja, lieber gehen. Keine Zantim greifen. Ja, also ich glaube, wenn ihr Dämonen mit in den Kampf schickt gegen andere Dämonen, wird das keiner mehr beurteilen können, dass ihr das wart. Ansonsten sind die echt heiß dahinterher, dann Dummheiten zu begehen und Hexenverbrennungen wieder aufleben zu lassen. Und das würde doch den Frieden der Stadt erheblich stören, in jeder Hinsicht. Ja, wenn sie ein paar Zantim erschlagen und zurück in die Niederhöllen bringen, mir doch egal. Rufen wir halt neu. Aber gut, wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Auf alle Fälle ein ungefähr 25, also 2 Dutzend Hexen auf ihren... Und ja, was auch immer wir dann führen, Mistgabeln, Holzbänke, Besen, Butterfässer, Gartentüren, ihr werdet uns erkennen. Was wir auch noch auf jeden Fall machen werden ist, ich weiß nicht genau, wie gut das gelingt und ob das überhaupt so klappt, aber wir haben ein eigenes Fluggerät gebaut, eine kleine Flugbasis, auf der eine Landeplattform für Hexen eingerichtet wird, wo Hexen dann notfalls auch mal verbunden, versorgt werden können oder auch mal schnell neue Waffen beziehen können. Interessant. Wir sind damit heute schon einmal über die Stadt geflogen und haben unser Luftgefährt im Imanstadion geparkt. Ja, das wart ihr, habe ich gesehen. Oder mir erzählen lassen. Ja. Sie lächelt grimmig. Wir bräuchten eine erfahrene Flugkünstlerin, die sich mit den Winden auskennt wie eine Ferdi auf dem See, um einen Kapitän für das Schiff herzugeben. Denn nur eine erfahrene Frau in den Lüften wird das Gefährt befehligen können, weil sie die Winde kennt. Dann gebe ich euch Kundra mit. Sie wird sich bei euch melden. Soll ich sie ankündigen, dass sie sich im Imanstadion einzufinden hat? Denn wir haben ein paar Seefahrer, die sich sozusagen mit den Dingen auskennen, die nicht mit den Lüften zu tun haben. Denn es ist wie ein Luftschiff, aber die Dinge mit den Lüften zu tun haben, dass sich alle Leute im Imanstadion treffen und wir... sozusagen mit der richtigen Crew mal eine Runde drehen. Denn wir haben eine Fastbruchlandung gebaut in unserem Stadion, wir tollwerften Anfänger. Deswegen brauchen wir euch und die anderen. Gut. Ich werde sie zum Stadion schicken. Ich werde sie ankündigen bei König Albrax, dem König der Zwerge. Und natürlich auch bei den Wachen, damit sie eingelassen wird. Wie hieß die gute Frau? Gunni? Kundra. Die Hexe aus dem Reichsforst. Ich werde Kundra ankündigen lassen. Und bedenkt, Werteste, dies ist eine Gelegenheit für euch und eure Schwestern. Die Stadt wird euch sehen. Die Stadt wird sehen, dass ihr mitkämpft, dass ihr helft. Es wäre sehr von Vorteil von euch,
für euch, euch von eurer besten Seite zu zeigen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. So wie jetzt. Vielleicht noch ein wenig besser. Was die nächste halbe Stunde in diesem Keller passiert, werden wir ein anderes Mal thematisieren. Was tun die anderen? Zum Preistempel gehen. Zum Preistempel gehen. Irgendwas Besonderes oder einfach nur Buße, Beten? Ja, ich brauche einen Rat. Mir gehen die Ideen aus. Ja, dann kannst du in Richtung des Preistempels gehen, beim Bandstrahlerturm gelegen, der Preistempel der Gerechtigkeit. Ja, da wirst du dann selbstverständlich auch auf einen Vorsteher treffen, der noch hier geblieben ist. Ja, ein ziemlich alter Mann, der gerade nicht mehr kämpfen kann, der auch noch Probleme mit seinen Augen hat, das Augenlicht, was ihn so langsam verlässt, sitzt da gerade auf seinem Stuhl und löffelt gerade eine Suppe, während ein paar profane Bedienstete, ein paar profane Götterdiener ihm da ja das Feuer schüren. Ja, Preis zum Gruß. Preis zum Dank, euer Hochwürden. Ich benötige Rat. Mal heraus damit. Ich setze mich mal in seine Nähe hin. Wie sicherlich auch zu euch durchgedrungen ist, hat der Plan zu... Moment, weiß er von der Festung Bescheid? Weißt du nicht? Das ist nicht der, der beim Rat der Helden dabei war? Das war auch der Nee. Also es gibt eine ganze Menge aus der Stadt des Lichts. Die sind wohl alle beim Rat der Helden gewesen. Er ist jetzt einfach nur ein generischer alter Preios-Priester beim Tempel der Gerechtigkeit. Also, wenn du auf die Karte guckst, hier unten gelegen. Mhm. Und ja, der war bisher noch nicht dabei. Also, du kennst ihn jetzt auch gerade, weil der Bandstrahlerturm daneben liegt. Und je nachdem, wo du dann deine Ausbildung genossen hast, entweder in Gareth oder bei Auralet, aber du hast ihn auch auf alle Fälle schon gesehen. Es gibt sich so, dass mir ein reichlich schwieriger Tat aufgetragen wurde. Buße für vergangene Sünden. Aber je näher ich die Vollführung eben jener überdenke, desto unmöglicher erscheint sie mir. Zumindest ohne die Anwendung von dem einen oder anderen magischen Hilfsmittel. Magische Hilfsmittel? Ich Worum kann geht nicht es? Entscheiden, was wohl schwerer wiegt. Meine Tat nicht zu verfüllen oder mich solcherlei Dinge zu bedienen. Ja, nun, erzählt mir etwas genauer, worum es geht. Ich werfe mal einen Seitenblick auf die Tempeldiener. Es ist eine Sache von einer Empfindlichkeit. Wir sind Geweihte des Paios. Beziehungsweise ihr seid ein Götterdiener im Orden. Sprecht offen. Zieht mir doch bitte vorher noch etwas die Decke hoch, mir ist etwas kalt und mir fröstelt. Nimmt sie mir etwas um die Schultern. Ich zieh ihn ein wenig hoch. Der Erzverräter Galotta erscheint in greifbarer Reichweite zu kommen. Nur wie man ihn vernichtet, ist eine Sache von einer Schwierigkeit. Zu ihm zu kommen, noch viel schwerer. Weiter? Was müsst ihr tun? Ihr spart von Magie. Wir müssen hoch in die Luft, um an ihn zu gelangen. In die Luft? Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig dies ist, ohne magische Anwendung. Ich war bereits in der Stadt des Lichts, aber die Greifen, die uns zu Hilfe halten, erwählten ihre Reiter bereits. Ja, ich hörte davon, dass wohl einige Greifen eingetroffen sind. Ah. Nun, da ihr wohl sicherlich selbst bald die Weihe ablegen werdet, erzählt mir doch von den Aspekten von Praios. Nun, wie genau meint ihr? Die Aspekte, die ihr verkörpert. Aber es steht im Kern natürlich für die Ordnung der Welt. Und diese wird durch seinen anderen Aspekt aufrechterhalten. Durch die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Und durch das Eindämmen von Mordas Frevel, der sie aus den Fugen zu werfen droht. Schließlich kann nur durch ihr Werk die siebte Sphäre in unserer wirken. Ich erzähle euch nun etwas, das längst nicht mehr
seinen Weg in die Ordinarien gefunden hat. Bajos verfügte früher über viele Aspekte. Herrschaft, Sonne, Licht, Himmel. Der Himmel. Auch die Hellsicht, die Prophezeiung, die Ordnung. Das sind natürlich alles Aspekte. Aber er verfügte in alten, dunklen Zeiten auch über den Aspekt des Fluges. Fluges? Wie ein Greif. Wie diese Aspekte interpretiert werden, ist Sache derer, die versuchen, seine Willen zu deuten. Einige sprechen lediglich seinen hohen, kulturschaffenden Wesenheiten, den Greifen, die in Alvaran sitzen, diesen Aspekt zu, aber auch den Menschen kann man diese Aspekte zusprechen. Es ist eine Frage von Interpretation. Nun, no. Selbst wenn der Flug dem Herrn Paras gefällig ist, so kann der magische Flug ihm doch nur zuwider sein. Denkt ihr nicht? Sein Aspekt war der Bann von Magie. Magie zu bannen, das ist die Aufgabe gewesen. Aber dass er deswegen sämtliche Magier hasst und den Frevel von Marder betont, das ist etwas, was seit 1500 Jahren gelehrt worden ist, aber es mag nicht ganz richtig sein. Der Aspekt Magie bannen ist ziemlich wichtig, aber... Solange ihr euch selbst nicht belügt, denn Ehrlichkeit und Wahrheit, Standhaftigkeit, Wachsamkeit, auch das ist wichtig. Wenn ihr mit euch selbst im Reinen seid, dann erhebt euch in die Lüfte und fliegt. Früher wuchsen einigen Geweihten sogar Flügel aus Licht und sie konnten sich darauf in den Himmel erheben. Das mag nun vielleicht auch Unfug sein und eine Geschichte für Kinder, aber die Geschichten existieren. Hab Dank, ich werde dies bedenken. Ich bleib noch eine Weile bei ihm und helfe ihm das Feuer zu schüren, bis ich dann abends mit dem Rad der Helden aufschlage. Ja, kannst ihm dann noch so ein bisschen diese Suppe aus dem Bart heraus tupfen mit einem Tuch. Ob er wirklich noch ganz bei sich ist und ob dieser Rat dann ja für dich gültig ist, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber er ist auf alle Fälle irgendwie ein hoher Geweihter, der viele Jahre Erfahrung hat. Isarun? Abelmir? Wir wollten zu Jelef Imiasa fahren. Vorher würde ich gerne noch in der Arena vorbei und mich ein bisschen... Also mir quasi Nachhilfe geben lassen von Igna in der Funktionsweise von dem Fluggerät. Ich glaube, Abelmir könnte die auch gebrauchen. Ich glaube, ja. Genau, damit wir Jelef ordentlich erklären können, wie das Ding funktioniert. Er wird sich da selber gerade reinfuchsen. Er ist dann so eine Art Mechaniker, war früher ja nur Kofferträger oder Rüstungsträger für seinen Gefährten Torgosch, aber... ja, er selber wird wohl eine ganze Menge über Mechanik wissen und ja, wird da selber sich gerade so ein bisschen das beibringen. Auf dem Schiff war er auch noch nie, aber er wird sich da schon irgendwie zusammenreimen. Ja, dann können wir das ja irgendwie so zu dritt machen. Drei Gehirne bringen vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Answin ist ja auch da als... Ach stimmt, der ist ja noch da. Als Nandos gefällige Person. Ob er wirklich ein Geweihter ist, habt ihr nie in Erfahrung gebracht, aber das muss man ja auch nicht offen tragen. Vielleicht irgendwelche Hebel erklären lassen, die Funktionsweise von diesem und jenem Hebel und was dieses Zahnrad dort bewirkt und ja. Genau. Ja, könnt ihr euch auf alle Fälle beliebig lang hineinfuchsen. Ja, also wir wollen vorher halt schon noch mit Jelef sprechen und dann rechtzeitig zum Rat der Helden erscheinen. Ja. Jelef kann euch ausrichten, dass er selbst nicht auf dieses Gefährt mit möchte. Er möchte so lange wie möglich auf dem Boden bleiben und wenn es dann selbst in den Luftkampf geht, wird er auf seinem eigenen fliegenden Teppich dort eintreffen. Aber er wird da nicht stundenlang warten, vor allem nicht auf diesem Heißluftballon, bis ihr dann bereit seid, da in die Luft zu ziehen. Also das macht er nicht.
Ja, umso besser. Wir wollten eh wahrscheinlich vom Boden aus starten, wie es klang zumindest. Ja, das ist richtig. Also vielleicht von irgendeinem Turm aus oder so, dass man ein bisschen höher Höhe schon hat. Dann wollen wir vom südlichen Villenviertel starten und die Festmachung so abpassen, dass wir nicht allzu lange auf seine Marschunterstützung angewiesen sind. Ja, also er wird irgendwo beim Pentagon-Tempel bleiben. Dort in einem Umkreis von ungefähr einer Meile oder sowas könntet ihr dann auf ihn zurückgreifen. Wenn ihr sagt, ihr wollt ihn beim Pentagon-Tempel haben, ist das okay. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Platz bei der priesterkaiserlichen Noralexa gerade, könnt ihr ihn auch abpassen. Aber da irgendwo in der Nähe wird er bleiben, also beim Arena-Viertel, bei Nadesheim. Okay. Gut. Ja, ja, dann benachrichtigen wir ihn halt mit dem Plan und welchen Zauber wir gerne haben möchten und so. Falls ihm dann noch irgendwelche wichtigen Sachen einfallen dazu, die wir unbedingt wissen müssen. Ja, ihr dann möchtet einen Leib der Luft auf euch gewirkt haben. Mhm. Auf wie viele? Mhm. 6 Personen. 6 Personen. Inklusive Ausrüstung. 2 Personen kann euch anbieten. Dann müssen wir uns noch unterhalten, wer was macht. Ja, 2 Personen kriegen einen Leib der Luft. Alle anderen müssen sich eine andere Sache überlegen. Aber 2 Personen habt ihr schon oben. Gut. Gut, ja, dann werden wir uns darüber beraten und euch das Ergebnis mitteilen. Ausgezeichnet. Gut. Rafim. Letzter im Bunde. Ja. Mein Plan ist wenig überraschend. Und zwar möchte ich mich nochmal in den Chortempel aufmachen. Es sind jetzt ja einige Krieger zurückgekehrt. Ob die jetzt gerade Zeit für den Chortempel haben, mal dahingestellt. Und möchte mal schauen, ob einige Brüder zurückgekehrt sind. Oder Schwestern. Nein. Ist niemand. Es ist auch niemand anwesend. Immer noch nicht. Also über den ganzen Tag verteilt natürlich viele in Wallgraben und auch in Badeweg angekommen oder im Tobriaviertel. Und die Gerüchte haben sich auch schon ausgebreitet, vor allem dann natürlich auch mit den Märtyrern, aber es wird noch keiner reingelassen in die Stadt. Der Chortempel selber ist natürlich auch außerhalb der Stadt, aber niemand hat gerade Zeit und auch Lust. Niemand hat Lust, sich jetzt gerade mit dem blutigen schlechter Chor zu messen. Geweihte wirst du hier auch nicht finden, also es ist kein Geweihter zurückgekommen aktuell. Vor allem viele schwerverletzte Reiter. Ja, gut. Mit den Gewalten habe ich auch nicht gerechnet. Ja, die sind glücklich gestorben oder so. Richtig. Dann biete ich mich ganz alleine gerade Chor da und trainiere da. Gut. Schattenboxen. Ja, da werden es bestimmt einige Holzblöcke geben, gegen die man schlagen kann. Ja. Und ähnliches. Wollt ihr euch vor dem Rat der Helden nochmal treffen? Oder wie macht ihr das? Ja, immer möchte ich ganz gerne irgendwie an jeden irgendwie Nachricht übergeben, dass man sich doch jetzt hier irgendwelche jungen Straßenjungen losschicken, dass sozusagen jetzt hier die Softwaregeweihte Grunhild kommt, dass doch bitte jetzt hier, dann wird nochmal ein Zettel an die Schalja geschickt, dass sie doch bitte Dings schicken sollte zum Iman-Stadion, nämlich Kundra, die edle Hexe des Reichsforstes. An meine Gefährten wird geschickt, dass wir uns auch wieder am Iman-Stadion treffen und dann möchte jemand auch immer auch im Iman-Stadion sein, dem Wachen Bescheid gesagt haben, wer alles rein darf oder auch mit Begleitung rein darf und damit man gleich sozusagen die neue Luftschiffmannschaft der Gruppe vorstellen kann im Iman-Stadion, bevor man dann zum Rat der Helden geht. Okay, dann der Tag ist natürlich schon vorangebrochen, aber das kriegt ihr auf alle Fälle nochmal hin, sodass ihr dann alle von verschiedener Seite dann einen Boden bekommt. Und ihr könnt euch dann, wenn niemand was anderes vorhat, könnt ihr euch dann im Iman-Stadion treffen. Kundra wird dann ebenso kommen. Sie ist zurzeit eine Hexe mit einem hochroten Kopf und roten Haaren, die allerdings sehr widerlich geschnitten sind, gestutzt. Sieht so aus, als ob sie vor kurzer Zeit erst in ein paar Preiausgeweihte gelaufen ist, die sie nicht nur geschlagen haben, also das deuten die blauen Flecke an, sondern eben auch geschoren haben und die Haare wachsen jetzt nach und nach wieder zu.